also nochmal genauer auf das Thema Volkswagen. VW hat jetzt also Manipulationen von Abgastests bei Dieselfahrzeugen in den USA eingeräumt. Die US-Umweltbehörde hatte VW zuvor beschuldigt, mit Hilfe einer Software die Resultate von Abgasuntersuchungen hier geschönt zu haben. VW-Chef Winterkorn hat sein Bedauern darüber geäußert, Vertrauen der Kunden und der Öffentlichkeit enttäuscht zu haben. Winterkorn hat auch eine umfassende Aufklärung des Skandals angekündigt. Experten rechnen aber auch schon durchaus hier mit personellen Konsequenzen. Ja, darüber wollen wir jetzt ganz gerne nochmal ausführlich sprechen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Ferdinand Dudenhöfer, Geschäftsführer und Direktor vom Car Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen. Herr Professor Dudenhöfer, erstmal einen schönen guten Tag. Wir haben es gerade gehört, auch der Chef Winterkorn bedauert jetzt, dass Kunden und Öffentlichkeit hier enttäuscht wurden. Wie schätzen Sie denn seine Rolle da in den ganzen Skandal ein? Ja, bedauern ist natürlich ein bisschen wenig, wenn ich Vorstandsvorsitzender bin und gleichzeitig Vorstandsressort der Entwicklung betreue und verantworte, denn das, was in Amerika passiert ist, das ist ein Eingriff in ein Steuergerät der Motorsteuerung nach meiner Einschätzung, und das kann nur entweder gemacht worden sein oder freigegeben worden sein der zentralen Entwicklungsabteilung. Das ist genau die Abteilung, die Herr Winterkorn verantwortet. Wenn das natürlich wirklich rauskommen sollte, dass Winterkorn da selbst mit drinsteckt, dann muss er auch persönliche Konsequenzen ziehen, oder wie sehen Sie das? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wusste er Bescheid, dann wäre es dramatisch, oder er wusste nicht Bescheid, dann ist das kein gutes Bild für einen Manager, der einen wichtigen Bereich in einem ganz großen deutschen Unternehmen vertritt. Beides ist nach meiner Einschätzung immer bei jedem Politiker ein Grund zu einem Rücktritt. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie ein Unternehmen in die Zukunft geht, wenn man mit solchen belastenden Dingen konfrontiert wird. Und darüber hinaus stellt sich ohnehin die Frage, wenn man die Börsenkurse ansieht, ob es nicht geboten gewesen wäre, die Öffentlichkeit, die Aktionäre mit einer Ad-hoc-Mitteilung über diesen ganzen Skandal zu informieren im Vorfeld, denn am Freitag wusste man ja schon, dass dieses Schreiben weggeschickt worden ist mit diesen Strafandrohungen der US-Behörden. Also dieses Schreiben ist von Freitag datiert, und am Sonntag hat Herr Winterkorn schriftlich sein Bedauern ausgedrückt. Ich denke, Aktionäre hätten mehr verdient, mehr Informationen verdient in so einem schwierigen Falle. Es wird auf jeden Fall noch einige Fragen geben. Wenn wir jetzt das Ganze mal ein bisschen weiterspinnen um die Personalie Winterkorn. Ist es möglich, dass jetzt das große Comeback von Ferdinand Piech ansteht? Das ist Spekulation, das weiß ich natürlich nicht. Aber auf jeden Fall ist es so, dass am Freitag nach meinem Wissen der Aufsichtsratssitzung angesetzt worden ist. Und bei dieser Aufsichtsratssitzung muss man klar überlegen, wie man mit dem Konzern in die Zukunft gehen will. Nach meiner Einschätzung ist nach allem, was man bisher gehört hat, es nicht möglich, mit diesem belasteten Vorstandsvorsitzenden, der ja durch die Äußerungen und durch den Machtkampf mit Piech deutlich belastet worden ist, in die Zukunft zu gehen. Insgesamt ist VW ein sehr schwieriges Geflecht. Normale Corporate Governance und Compliance sieht anders aus, nach meiner Einschätzung. Wir haben über 10 Jahre immer wieder Dinge, bei denen man sich wundern muss bei VW. Das waren vor 10 Jahren die Verstrickungen des Betriebsrates, die ganz enorm waren, wo dann Compliance aufgebaut werden sollte. Dann kam die Sache mit der Porsche-Übernahme, auch nicht das, was man mustergültig macht, wenn man Compliance und Corporate Governance spielt, ist ja viel über Gerichtsprozesse dann auch behandelt worden. Dann kamen die ganzen Fragen und Dinge mit dem vom Hofjagen des Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piech. Jetzt die Dinge, die im Mittelpunkt stehen mit diesen Betrugsdelikten in USA, die ja, so viel man das sieht, schon zugegeben worden sind. Und wenn man so will, Compliance geht weiter. Wenn man dann als Aufsichtsratsvorsitzenden
den Mitarbeiter des heutigen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Pötzsch, vorschlägt, dann weiß ich auch nicht, ob das die ganz normalen Regeln sind, die wir bei Corporate Governance beachten sollten, oder ob wir nicht einen Neuansatz suchen sollten, für dieses große Unternehmen unbelastet personell in die Zukunft zu gehen. Erstmal muss man jetzt ja auch dann den Schaden begleichen. Da kommt natürlich auch eine große Geldsumme zu, maximal 18 Milliarden Dollar. Ist eigentlich auch der Imageverlust, kann man den eigentlich irgendwie in Zahlen ausdrücken? Der Schaden könnte größer sein als 18 Milliarden. 18 Milliarden ist für die Verletzung, wenn man diese Umweltstandards nicht einhält, der maximale Schaden, dann kommt der Schaden dazu. Es kann eine Strafe ausgesprochen werden für den Einsatz von diesen Defeat Devices, von diesen illegalen Softwaren, von dieser Schummelsoftware. Das kann auch nochmal 3.500 Dollar pro Fahrzeug kosten. Es kommt dann natürlich der Rückruf, die Fahrzeuge müssen alle so nachgebessert werden, dass sie die Umweltauflagen in USA erfüllen. Das kann eine ganze Stange Geld kosten und wir wissen ja, dass jetzt schon Klagen, Sammelklagen eingereicht worden sind von Besitzern dieser Fahrzeuge, die sagen, der Wert meines Fahrzeuges, der Wiederverkaufswert ist wesentlich tangiert durch dieses Vorgehen, also möchte ich einen Wertausgleich. Also es kann deutlich mehr sein als diese 18 Milliarden. Wo es hingeht, das weiß heute niemand. Das hängt natürlich auch von den Verhandlungen mit der amerikanischen Umweltbehörde und der kalifornischen Umweltbehörde zusammen. Deswegen wahrscheinlich auch diese Zusammenarbeit. Man hat ja gesagt, man möchte natürlich mithelfen, die Aufklärung voranzutreiben. Jetzt sieht man aber heute auch schon in der Reaktion der Aktionäre, dass die großen anderen Autobauer auch schon mit in Sippenhaft genommen werden. Dass man da vielleicht sagt, Mensch, wenn der Marktführer schon solche Methoden an den Tag legt, vielleicht sind auch andere betroffen. Und VW selbst hat ja auch noch viele Marken unter seinem Dach. Sind jetzt diese 500.000 Autos vielleicht nur die Spitze des Eisbergs? Das würde ich jetzt nicht vermuten. Wir wissen es nicht, das ist klar. Aber nach meiner Einschätzung, nach meinem Wissen, wurden diese Dieselfahrzeuge in Amerika nicht mit den sogenannten SCR-Katalysatoren ausgerüstet. Das sind Fahrzeuge, die dann mit Abgasreinigungssystemen versehen sind, die wirklich eine hohe Qualität haben und diese Stickoxide durch Harnstoffzuführung deutlich reduzieren, sondern man hat versucht bei VW nach meinem Wissen diese Fahrzeuge, um die es geht, diese Golf und Beetles und Audi A3 mit sogenannten innermotorischen Verbrennungsvorgängen, Optimierungen zu verbessern. Das ist ein deutlich billigeres, preisgünstigeres, kostengünstigeres Verfahren, natürlich mit schlechterer Qualität als bei diesen SCR-Katalysatoren. Ich würde deshalb davon ausgehen, da meines Wissens Daimler, BMW und die anderen alle SCR-Katalysatoren einsetzen, dass in diesem Falle da nichts zu befürchten ist. Allerdings, die Hand ins Feuer legen kann man natürlich auch nicht. Schon aber interessant, dass bei VW zuletzt erst die schlechten Verkäufe auf dem US-Markt auf den Plan treten, jetzt noch die Manipulation auf dem US-Markt. Warum werden sich denn die USA und VW offenbar nicht grün miteinander? Ich glaube, es geht nicht um die USA, sondern es geht um das Unternehmen VW. VW hat in den USA nach meiner Einschätzung, und da kann man jetzt den Betriebsratsvorsitzenden Osterloh zitieren, der ja wirklich sehr VW-orientiert ist, der hat vor ein paar Wochen das als Katastrophengeschäft bezeichnet in den USA. Also VW hat ein internes Problem, man hat keine Strategie für den US-Markt. Sie war bisher immer so noch ein zusätzliches Auto, aber die Positionierung, die ist völlig unklar oder war unklar, was VW überhaupt für den amerikanischen Käufer bedeuten soll. Soll es auf der einen Seite Premium sein, also Mercedes, Audi oder ähnliches, oder soll es auf der anderen Seite Volumen sein, wie Subaru oder Toyota. Beides macht VW gleichzeitig. Von daher ist das Bild des Amerikaners von VW sehr stark verschwommen gewesen in der Vergangenheit. Naja Gott, und jetzt kommt dieses Drama mit dazu. Da ist es nicht mehr verschwommen, sondern deutlich negativ beeinträchtigt. Wenn wir jetzt abschließend, Herr Professor Dudenhöfer, noch mal etwas breiter auf die Autobranche schauen, sehen wir nicht nur VW mit über 20% Minus heute, sondern wir haben auch noch Elring Klinger, den Zulieferer, mit 20% Minus nach einer Gewinn
Warnung. Leoni hat ebenfalls schon 10% heute verloren. Letzte Woche schon heller als Autozulieferer. Es kommen sehr viele Gewinnwarnungen, schlechte Nachrichten aus der Automobilbranche. Kommt da jetzt noch mehr nach? Es ist so, dass sich die Konjunktur abkühlt. China ist sehr schwer einzuschätzen. Nach unserer Einschätzung wird der chinesische Markt im nächsten Jahr 4% verlieren an Verkäufen. Das heißt, dort fehlen dann weltweit so um die 800.000 Fahrzeuge. Die können mit anderen Märkten nicht aufgefangen werden vollständig. Also das Automobilgeschäft im nächsten Jahr wird nach unserer Einschätzung zurückgehen. Brasilien ist äußerst schlecht. Russland ist eine Katastrophe. Japan ist sehr schwer. China hat Probleme. Also in Europa hat man zwar und in den USA ein bisschen Gegenwind oder Rückenwind, aber der wird nicht ausreichen, diese negativen Tendenzen von diesen großen Märkten auszugleichen. Deshalb wird im nächsten Jahr im Automobilbereich nach meiner Einschätzung mit weniger Gewinn gearbeitet als in diesem Jahr. Also da kommen einige dicke Schlaglöcher auf die Autohersteller zu. Vielen Dank, Professor Ferdinand Dudenhöfer von der Uni Duisburg-Essen. Schönen Tag Ihnen. Gleichfalls. Ja, tschüss. Ja, wir schauen dann auch nochmal in diesem Zusammenhang direkt auf die Kurse der Automobilzulieferer. Schauen wir mal, wie die sich heute schlagen. Ich habe es ja gerade schon mal kurz angekündigt. Da sieht es alles andere